Jo Leute, ich bin wieder Tom MP und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft M Millionaire Mod. Boah. Letztes Mal haben wir aufgehört. Wir hatten letztes Mal, glaube ich, dem Dorf alles gegeben, was sie erstmal brauchten. Und jetzt sind wir hier in dieser Höhle noch. Und ich würde sagen, da bauen wir jetzt einfach ein bisschen Eisen ab. Noch. Einen Augenblick. Und dann gehen wir mal hoch und gucken, was die gebaut haben im Dorf und was wir denn als nächstes geben müssen. Cool. Ah ja, genau. Und wir haben eine Schallplatte, das heißt. Vielleicht können wir einen Schallplattenspieler machen. Das wäre nochmal ganz reizvoll. Vielleicht. Kommen wir nicht ran. Aber diese Höhle ist ganz schön groß. Hier ist Sandstein. Wir sind, glaube ich, irgendwie direkt unterm Dorf. Könnte es sein. Bisschen Kohle, gleich bisschen Level. Und da würde ich gerne eigentlich anfangen, Bücher zu verzaubern. Weil wir haben Amboss und wir haben Zuckerrohr, ja, angepflanzt auf der anderen Seite. Und wenn wir das gut verzaubern, können wir damit relativ starke Sachen machen. Und das fände ich eigentlich auch ganz cool. Das können wir ja eigentlich jetzt mal angehen. Versuche ich noch ein paar, ein bisschen Eisen zu finden. Und dann schauen wir mal, dass wir auch in die Hölle kommen, weil Quarz ja relativ viel Level bringt. Hier ist noch ein bisschen Eisen rumliegen. Eisen, schön Eisen. Dafür, da gehe ich jetzt nicht runter. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt raus. Nicht zu viel Zeit verschwenden. Wir können ja immer noch mal wieder hier reinkommen. Und dann gehen wir hier jetzt hoch. Und finden nicht den Ausgang. Was ist das? Hä? Hä? Ist der Ausgang? Okay, hier war der auf jeden Fall nicht. Da noch ein Stückchen weiter links. Sauber. Na. Hier war das. Können wir auch noch weitergehen. Oh, scheinbar gerade Nacht. Können wir gerade mal gucken. Was das Dorf benötigt, wenn es was benötigt. Nö, im Moment nichts. Mann! Kein Schwert mehr. Gut, dann gehen wir zu unserem Bett. Ohne Waffe. Aber essen was. Obwohl eigentlich bei ist das Zuckerrohr. Da sind wir jetzt eigentlich nicht da. Nein, jetzt habe ich den Scheiße. Nein, geh weg. Geht. Hier. Macht ein Babyschwein. Süß. Cute. Very cute. Ich habe gerade ein bisschen die Orientierung verloren. Oh Gott. Ich habe jetzt mit der Spitzhacke. Ich weiß gerade nicht, wo ich mich befinde. Doch jetzt weiß ich wieder. Einfach ignorieren. Dann sind wir gleich da. Die Frage, lassen wir es weiter wachsen oder nehmen wir das mit? Weil, wie gesagt, wir hier so selten sind, dass es kaum wächst.
Eigentlich ist es schlau, es mitzunehmen und nochmal da drüben anzupflanzen. Mann, kann jetzt mal Tag werden. Ich hau's gleich aus. Lass mich in Ruhe. Boah, was ist hier los? Ich hoffe, ihr versteht mich ein bisschen, dass ich hier ein bisschen gerade... Warum mache ich das eigentlich mit der Spitzhacke? Ich nehm's mit. Habe ich alles? Hoffentlich. Über ein Stack, das ist krass. So, und jetzt zurück. Die Abkürzung zwischen den Bergen nehmen. Den Boost von dem Skelett ausnutzen. Und dann sind wir auch gleich da schon da. Aha, ha, das kommt uns doch bekannt vor. Birken, ja, die haben wir gepflanzt. Groß. Und jetzt kann ich nicht kaum noch zu pennen, machen wir aber trotzdem. Und gucken in unser Innerstes. Zack. Sehr schön. Wir haben ja schon zwei Schallplatten. Opfer ich den? Ja. Ja. So, erstmal gucken, was geht hier noch rein. So Mist, so Schwachsinnzeug. Wir haben eine Kartoffel! Yes! Das fehlt uns echt noch, ne? Kartoffeln fehlen uns. Können wir anbauen. Klasse. Das ist gut. Ja, ist okay. Aber wie gut, dass es einfach nichts gesprengt hat. Außer das Bett. Oh nee. Jetzt habe ich kein Bett. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Immer so eine Scheiße. Jetzt habe ich nicht mal mehr Wolle, ey. In die Strings gelegt. Hä? Was? Ich will einen Ofen. Mann. Schlimm. Gut. So. Einer ist mit der Uhr. Dann ganz ruhig jetzt. Das machen wir mal so. Dann pflanzen wir jetzt das Zucker an. Erstmal was essen. Oh, die bauen da unten was. Guck mal, die kommen immer dichter. Das finde ich cool. Wasser brauchen wir. Adlo, du kannst ruhig mal mitkommen abends bei so einer Scheiße. Ihr habt doch bestimmt auch irgendwo ein Wasserloch. Ihr seid doch hier so das Fischerdorf. Perfekt. Die Schaufel habe ich auch noch. Hier, Adlo, für dich. Gut gemacht. Komm, Adlauf. Attacke. Sauber. Das ist ein fantastischer Hund. Der tötet alles für mich. Finde ich gut. Ich würde sagen, wir machen das hier oben. Und dann recht eben am besten. Über die Reihe dahinter. Dann können wir da einmachen. So, dann kommt diese Reihe frei. Kommt noch mal Wasser rein. Hä? Oh, das war eine zu früh. Und dann kommt da noch mal drum. Geh weg da, Hund. Nerv mich nicht.
Weg. Verschwinde. Auf zu baden. Oh, Mann, ey. Ich hasse dieses Scheiße mit Wasser, ey. Es dauert so Ewigkeit, ne? Vor allem, wenn man das so profimäßig macht wie ich. Perfekt, so jetzt können wir das schnell anpflanzen. Dann ist die Folge auch schon zu Ende. Nächstes Mal fangen wir dann damit an, was ich gesagt habe. Oh. Nämlich, dass wir Bücher verzaubern. Und die dann immer verstärken. Sieht doch gut aus. Dann lasst eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns gleich nochmal zu den Sims wieder. Und ansonsten Millennium Mod, wenn ihr das wieder schauen wollt, das schaut ihr dann am besten wieder am Dienstag, denn da geht's weiter. Gollum sitzt. Ich auch. Und dann sage ich erstmal Tschüss.